Stell dir vor, du blickst in den Nachthimmel und siehst eine gewaltige Galaxie direkt auf die Erde zurasen. Der Zusammenstoß ist unvermeidbar und du hast keine Ahnung, was mit dir und deiner Heimatwelt passieren wird. Genau das erleben derzeit Astronomen, die die anstehende Kollision unserer Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie beobachten. Wir zeigen dir jetzt, welche Auswirkungen diese Katastrophe haben wird und wie sicher es ist, dass unsere Sonne und die Erde die Kollision überleben werden. Galaktischer Crash. Unsere Galaxie ist auf Kollisionskurs. Unvermeidlich und sicher bewegen sich die Milchstraße und die benachbarte Andromeda-Galaxie aufeinander zu. Wenn sie endgültig zusammenknallen, werden sie zu einer einzigen, viel größeren Galaxie verschmelzen. Events wie diese finden im gesamten Kosmos alle paar Milliarden Jahre statt. Die Art und Weise, wie sich Galaxien durch den Raum bewegen, muss zwangsläufig zu diesen Zusammenstößen führen. Galaxien bewegen sich nicht einfach frei und willkürlich durch den Kosmos, sie wandern entlang der sogenannten Filamente. Diese kosmische Struktur gleicht einem gigantischen Netzwerk aus dunkler Materie und Gas, das sich durch das gesamte Universum erstreckt. Die Filamente sind die größten derzeit bekannten Strukturen im Universum und bestehen neben dunkler Materie aus Gasen und Staub. Dass Galaxien entlang dieser kosmischen Strukturen wandern, ist auf die Schwerkraftwirkung der dunklen Materie zurückzuführen. Diese krümmt und formt den Raum, übt starke Wechselwirkungen aus und alle materiellen Erscheinungen im Kosmos reagieren auf diese Kräfte. Die Schwerkraft der Materie zieht Galaxien in und entlang der Filamente. Bewegen sich zwei Galaxien entlang derselben Straße im Kosmos, werden sie kollidieren. Nicht nur, weil sie sich zwangsläufig entlang der Filamente bewegen müssen, die Galaxien tauschen auch untereinander Kräfte aus, die sich gegenseitig anziehen. Der Crash ist unvermeidbar. Knallen die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie mit kosmischer Geschwindigkeit aufeinander, kommt es zwangsläufig zu einer Verschmelzung der beiden. Galaxien bewegen sich in unserem lokalen Universum in einem Abstand von etwa 100 Millionen Lichtjahren von der Erde mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 600 Kilometern pro Sekunde fort. Einige Galaxien, insbesondere große Galaxienhaufen, können sich noch schneller bewegen und erreichen mehrere tausend Kilometer pro Sekunde. Unsere Milchstraße fetzt also auch jetzt in diesem Moment mit etwa 600 Kilometern pro Sekunde durch die Raumzeit und du und ich bekommen davon überhaupt nichts mit. Gemessen wird die Bewegung mithilfe der kosmischen Hintergrundstrahlung und dem sogenannten kosmischen Doppler-Effekt. Das nach dem österreichischen Physiker Christian Doppler benannte Phänomen misst Veränderungen der Wellenlänge und Frequenz von elektromagnetischen Strahlen, die von Objekten im Universum ausgesendet werden. Wenn sich ein Objekt von uns entfernt, wird die Wellenlänge des von ihm ausgesendeten Lichts länger, während sich die Frequenz des Lichts verringert. Umgekehrt wird die Wellenlänge kürzer und die Frequenz höher, wenn sich ein Objekt auf uns zubewegt. Objekte, die sich wegbewegen, werden anhand der Rotverschiebung gemessen und Objekte, die auf uns zukommen, zeigen Werte in der Blauverschiebung. Dass eine Kollision zwischen unserer Galaxie und der Andromeda-Galaxie unvermeidlich ist, ist seit einiger Zeit bekannt. Es war aus Messungen spektraler Linien der Doppler klar, dass Andromeda sich unausweichlich nähert. Die Geburt von Milchdromeda. Der Crash wird langsam beginnen. Schon lange bevor die ersten Sternsysteme beider Galaxien miteinander in Berührung kommen, finden gravitative Wechselwirkungen beider Galaxien statt, die zu immensen Veränderungen führen. Planeten können innerhalb ihrer Systeme aus ihren Bahnen geschleudert werden. Entweder irren diese dann in den neu entstehenden Bereichen herum oder sie schließen sich neuen Sternen an. Computersimulationen zeigten, dass in bestimmten Bereichen beider Galaxien plötzlich gewaltige Sternenentstehungsregionen geboren werden. Dies geschieht durch das Zusammenpressen der Gas- und Staubwolken innerhalb beider Galaxien. So könnte die neue Milchdromeda-Galaxie durch den Zusammenstoß eine große Anzahl neuer Sterne hervorbringen. Das Resultat wäre eine Galaxie, die am Ende der Fusion weit größer ist als die reine Addition aus Milchstraße und Andromeda. Unsere Milchstraße ist in ihren Grundzügen 13,6 Milliarden Jahre alt, etwa 100.000 Lichtjahre groß und beherbergt schätzungsweise 100 Milliarden Sterne. Die Andromeda-Galaxie ist mit 10 Milliarden Jahren etwas jünger, mit der Größe von 220.000 Lichtjahren mehr als doppelt so groß und sie enthält sehr wahrscheinlich mehr als eine Billion Sterne. Durch den Aufprall werden sich die beiden Spiralgalaxien vorerst zu einer Ellipsengalaxie entwickeln, die möglicherweise mehrere Billionen Sterne enthält. Doch wann kommt der Crash?
In 17 Millionen Jahren werden Lebewesen in der Milchstraße erste Auswirkungen der Berührung beider Galaxien spüren. Dann sind sich Milchstraße und Andromeda nahe genug, dass der durch Gravitationswechselwirkungen bedingte Verlust von Energie ein Maß erreicht hat, das die endgültige Abwärtsspirale einläutet und die Verschmelzung antreibt. In etwa 4,5 Milliarden Jahren werden die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie dann mit den aktiven Verschmelzungsprozessen beginnen. Dabei wird die Gas- und Staubwolke, die Sterne umgibt und für die Bildung neuer Sterne notwendig ist, aus den Galaxien herausgeschleudert und kann nicht wiederverwendet werden. Ohne diesen Brennstoff für die Sternenentstehung verbrauchen die Sterne in der verschmolzenen Galaxie ihre Brennstoffreserven langsam und erlöschen schließlich. Das Ergebnis ist eine Galaxie ohne die typischen Strukturen und Spiralmuster, die man in Spiralgalaxien wie unserer Milchstraße findet. Stattdessen sind die Sterne in einer elliptischen Galaxie in einer symmetrischen und ovalen Verteilung angeordnet. Die Entstehung einer elliptischen Galaxie durch Verschmelzung zweier Spiralgalaxien ist ein gängiges Szenario in der Galaxienentwicklung und wurde schon bei anderen Beispielen im Kosmos beobachtet. Die Dauer der Verschmelzung hängt von Faktoren wie der Masse der Galaxien, ihrer Relativgeschwindigkeit und der Geometrie ab. Momentan gehen Wissenschaftler davon aus, dass eine typische Galaxienverschmelzung mehrere hundert Millionen Jahre bis zu mehreren Milliarden Jahren dauern kann. Während dieser Zeit durchlaufen die Galaxien verschiedene Phasen, wie die Entstehung von Gezeitenschweifen und die Verschmelzung der Kerne. Experten schätzen, dass die endgültige Fusion der Andromeda-Galaxie und der Milchstraße in 10 Milliarden Jahren von jetzt an abgeschlossen sein wird. NGC 6240 – Aktive Verschmelzung. Das bekannteste Beispiel einer sensationellen Galaxienverschmelzung ist NGC 6240, die sich momentan in einer Phase befindet, in der sich die beiden Ursprungsgalaxien übereinander geschoben haben. Die Kollision von NGC 6240 ist ein aktives Forschungsgebiet, mit dem sich viele Arbeitsgruppen weltweit befassen. Innerhalb von NGC 6240 hat die Kollision bereits zu einer hohen Sternentstehungsrate und einer starken Strahlung in Form von Röntgen- und Gammastrahlen geführt. Auch die Auswirkungen auf das zentrale Schwarze Loch und dessen Umgebung sind gut zu beobachten und geben Aufschlüsse darüber, was mit Milchdromeda einst passieren wird. Forscher rechnen damit, dass auch im Fall von NGC bald eine elliptische Galaxie entstehen wird, die dann keine so hohe Sternentstehungsrate mehr aufweist. Fusion der schwarzen Löcher. Im Zuge der Verschmelzung beider Galaxien werden insbesondere die beiden supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren beider Galaxien einen einzigartigen Tanz aufführen. Über Millionen Jahre hinweg werden die beiden ein Binärsystem im Herzen der neuen größeren Galaxie bilden und dann schließlich zu einem noch viel größeren und noch massereicheren Kern verschmelzen. Vor der Fusion bewegen sich beide spiralförmig nach innen und geben dabei Gravitationswellen ab, die durch das gesamte Universum reisen. Die Freisetzung von Gravitationswellen solcher Ereignisse ist ein wichtiger Forschungsbereich in der modernen Astrophysik und bietet heute Forschern auf der Erde die Möglichkeit, Events wie Galaxienverschmelzungen oder die Kollision von schwarzen Löchern zu beobachten und zu studieren. Beobachtet werden solche Gravitationswellensignale auf der Erde mit dem LIGO, dem Laser-Interferometer-Gravitationswellen-Observatorium im US-amerikanischen Hanford im Bundesstaat Washington und in Livingston in Louisiana, USA. Die beiden LIGO-Observatorien sind etwa 3000 Kilometer voneinander entfernt und sind so konstruiert, dass sie eine gemeinsame Empfindlichkeit aufweisen und Signale von Gravitationswellen im Bereich von einigen Hertz bis zu mehreren Kilohertz detektieren können. Nach der Verschmelzung der beiden supermassereichen schwarzen Löcher im Zentrum könnte sich wieder eine gigantische Spiralgalaxie bilden. Die Aktivität im Zentrum der Galaxie, einschließlich der Bildung von Sternen, könnte auch zunehmen. Derzeit erscheint es sogar wahrscheinlich, dass Milchdromeda einen aktiven galaktischen Kern, kurz AGN, ausbilden wird. AGNs sind Ansammlungen von Materie im direkten Umfeld des supermassereichen Schwarzen Loches im Zentrum. Unsere Milchstraße besitzt derzeit keinen aktiven Kern, da das zentrale Schwarze Loch, Sagittarius A, nur sehr wenig Materie um sich schart. Aktive galaktische Kerne sind leuchtkraftstark und geben große Mengen Strahlung ab. Was wird aus der Erde und der Sonne? Bei all diesen Szenarien und Vorstellungen brannte dir bestimmt die ganze Zeit diese eine Frage auf den Nägeln. Was wird in diesem Fall aus unserer Sonne, der Erde und möglicherweise der Menschheit?
Nun, wie bereits erwähnt, werden die massiven Verschmelzungsprozesse in 4,5 Milliarden Jahren beginnen. Derzeitigen Berechnungen zufolge wird unsere Sonne in spätestens 5 Milliarden Jahren alle Brennstoffvorräte verbraucht haben, sich zu einem roten Riesen aufblasen und in einer Supernova explodieren. Die Erde existiert spätestens dann nicht mehr. Wahrscheinlich hat sie sich aber schon Millionen oder Milliarden Jahre vor diesem finalen Event so sehr verändert, dass sie für Lebewesen wie Menschen unbewohnbar geworden ist. Was aus den Menschen wird, ist derzeit schwer zu sagen. Wir können eine vorübergehende Erscheinung auf diesem Planeten sein, so wie es auch die Dinosaurier und viele andere Arten waren, die nach ihren Epochen und Blütezeiten irgendwann ausgestorben sind. Vielleicht gelingt es der Menschheit, irgendwann mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen und sich in der Galaxie auszubreiten. Würden in 4,5 Milliarden Jahren irgendwo in einer fremden Welt noch Menschen leben, könnten sie, abhängig von ihrem Aufenthaltsort, durch die Galaxienkollision in Bedrängnis kommen, vernichtet werden oder gar nicht viel davon mitbekommen. Die Verschmelzung von Galaxien wirkt sich auf jeden Quadranten, jeden Stern und jeden Planeten anders aus und wir können solche Vorhersagen derzeit unmöglich treffen. Sicher ist nur, dass du und ich sowie unsere Kinder und 680.000 mögliche Nachfolgegenerationen nichts von der Verschmelzung zu spüren bekommen werden. Solche Überlegungen und Szenarien sind faszinierend und gleichzeitig können sie einem einen Schauer über den Rücken jagen. Nichts in diesem Universum scheint von unendlich stabiler Dauer zu sein. Alle Objekte unterliegen ständigen Bewegungen und Wandlungen. Sterne, Planeten und Galaxien kennen die Rhythmen aus Geburt, Bestehen und Tod. In der Theorie können sogar Galaxien sterben. Bekommen Galaxien nicht durch Fusionen neuen Treibstoff, ist es denkbar, dass die Sterne in einer Galaxie im Laufe der Zeit erschöpfen und ausgehen, wodurch die Galaxie allmählich dunkler wird und sich nicht mehr so aktiv entwickelt wie in ihrer Blütezeit. Diesen Prozess nennen Astronomen Galaxienalterung. Schließlich können Galaxien auch durch den Einfluss der supermassiven schwarzen Löcher im Zentrum der Galaxie beeinflusst werden. Über Milliarden Jahre hinweg können diese schwarzen Löcher alle Materie aus der Umgebung ansammeln und die Galaxie so langsam verschlucken oder gewaltige Jets sorgen dafür, dass große Teile einer Galaxie zerstört werden. Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Sag du uns jetzt, ob du solche Szenarien spannend findest oder ob sie eine Gänsehaut bei dir auslösen. Wir freuen uns über deine Meinung und wünschen dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Simply Space.